Was unsere Studie zeigt, ist ja zunächst, dass neben der Lunge zahlreiche weitere Organe von dem Virus betroffen sind. Überraschenderweise zeigt zum Beispiel die Niere einen hohen Organbefall, aber auch weitere Organe wie Leber, Herz sind ebenfalls von dem Virus betroffen und das Virus ist dort nachweisbar in größerer Menge. Was das nun für die einzelnen Organe bedeutet, können wir aus unserer Studie nicht unmittelbar ableiten, da wir diese Daten erhoben haben an verstorbenen Covid-19-Patienten im Rahmen von Obduktionsstudien der Rechtsmedizin. Nur so war es natürlich möglich, an all die Organe zu kommen und die tiefen Analysen zu machen, die es braucht, um das Virus in den Zellen nachzuweisen. Auf der anderen Seite sind diese Organe durch den Sterbeprozess und den Zustand zum Teil mehrere Tage nach Versterben der Patienten nicht mehr in einem Zustand, als dass man sehr präzise beurteilen könnte, was hat das Virus jetzt tatsächlich in dem Organ gemacht. Es gibt aber eben zahlreiche weitere klinische Beobachtungen und größere Patientenkohorten, die gerade auch in dieser Woche publiziert worden waren, die zum Beispiel zeigen, dass über die Hälfte der Patienten in den Krankenhäusern Nierenveränderungen oder Urinveränderungen und ein akutes Nierenversagen aufweisen. Wir wissen auch von uns im UKE, dass etwa ein Drittel der Patienten auf Intensivstation ein dialysepflichtiges akutes Nierenversagen entwickeln. Und daraus können wir natürlich schlussfolgern, dass es möglicherweise einen Zusammenhang gibt von dem Organnachweis des Virus hin zu einer erhöhten Anfälligkeit von Organen in der Erkrankung. Und es könnte auch dazu einen wichtigen Beitrag liefern, zu verstehen, wieso wir so viele unterschiedliche Symptome sehen, wie auch veränderte Leberwerte, wie mitunter Herzentzündung, wie mitunter Durchfälle oder Darmveränderung oder auch die Blutgerinnsel, die ja im Rahmen der Studien des UK letzte Woche beschrieben worden sind. Auch hier können mehrere unmittelbare Organbeteiligungen wie Gefäße oder Leber einen unmittelbaren Einfluss haben. Nun die Frage, wieso gerade die Nieren von dem Virus befallen werden, hat uns natürlich bewegt, aufgrund auch dieser genannten klinischen Veränderungen, die wir sehen, die eigentlich zeigen, dass die Niere nach der Lunge wahrscheinlich das am zweitmeist betroffene Organ überhaupt während der Covid-19-Erkrankung ist. In der Tat sehen wir das Virus über alle Nierenkompartimente und Zellen hinweg verteilt. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite war dann die Frage, wieso finden wir denn so viel Virus in der Niere? Und das ließ sich dadurch erklären, weil wir systematisch analysiert haben, welche Rezeptoren, die für die Virusaufnahme verantwortlich sind, sich in der Niere wiederfinden. Die Rezeptoren der Viren, über die die Viren in unterschiedliche Gewebe gelangen, sind relativ gut bekannt und beschrieben. Und in der Tat konnten wir zeigen, auch im Rahmen dieser Studie, dass diese Rezeptoren in der Niere extrem hoch vorhanden sind, höher als in fast allen anderen Organen. Und das wäre eine schlüssige Erklärung. Die andere schlüssige Erklärung ist vielleicht die, dass wenn sich das Virus in der Lunge vermehrt, dadurch in die Blutstrombahn gelangt, dann gehört die Niere mit zu den bestdurchbluteten Organen überhaupt, sodass natürlich viel Virus hinkommt und dann auf seinen Rezeptor trifft, um in die Zellen zu gelangen.